So, wir sind immer noch dabei, die Kroganerin zu retten. Wir tun zumindest unser Möglichstes. Im neuesten und tollsten und besten und immer besser werdenden Part von Mass Effect 3. Ersatzteile. Sentry Interface. Oh, whatever. Hauptsache irgendwelche Ersatzteile. Man findet hier so viel bei dem Teil. Kommen wir hier durch. Komm schon. Na, super. Ausschalten, drängen Sie sie von der Frau weg. Hey. Ey, die ist schnell. Oh, hey. Okay. Ja, machen wir doch glatt, oder? Ist mir gar nicht so. Alle umsehen. In der Nähe muss es eine Stromversorgung geben. Ja. Boah, was machen wir mit einer Hand hier? Scorpion, was auch immer das ist. Ausgezeichnet, können uns durchbringen. Moment, noch ein Cerberus-Trupp. Das macht nichts. Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau. Jawohl. Bestätige. Du, komm her jetzt. Hey. Spezies 408, Baron, könnte eine neue Form der biologischen Kriegsführung ermöglichen. Größer und intelligenter könnten sie Zivilpopulation transalieren bei minimalem Kostenaufwand. Genehmigung des Projekts wird empfohlen. Oh Mann. So richtig nette Kerle sind diese Ariane wirklich nicht. Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdnut Reef noch. Ich bin für Reef wertvoll. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Das war der letzte. Verschwinden wir von hier. War doch gar nicht. Shepard, Bewegung. Ich kann in diesem Ding nicht ewig rumfliegen. Die Frau ist auf dem Weg auf zum Landeplatz. Wenn Sie das schaffen, mag ich Sie am Ende vielleicht sogar. Und wo lang? Ich weiß gar nicht, wo lang ich muss. Aber machen wir da weiter, oder? Wir sind fast wieder oben. Ja, wir arbeiten dran. Ja. Schon da. Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir bringen Sie weg von hier. Sehr gut. Shepard, Vorsicht, Feind im Anmarsch.
Ist doch nur ein Atlas. Halb so wild. Shepard, ich kann erst landen, wenn Sie sich um den Neck gekümmert haben. Sonst ist es zu gefährlich. Kein Problem. Organerin gestellt. Tür ist beschädigt. Da kann ich raus. Abstand halten, ich kläre das. Organerin beschützen, Shepard, sie ist ungeschützt. Sehr beeindruckend, aber ich ziehe meinen Körper vor. Cerberus hat noch nie fair gespielt. So, was haben wir denn hier, Fares? Wow. Was kann sie? Verbrennung. Und tschüss. Es sind noch weitere Feinde übrig. Vorsicht ist angeraten. Die Idi ist wenigstens schön rational. Das war der letzte, Shepard. Ich lande jetzt. Noch ein Stufenaufstieg. Schon zwei Stufen aufgestiegen. Gehen wir gleich Punkte verteilen ein bisschen. Mit deiner kleinen süßen Schrotflinte. Ich war nicht sicher, ob sie das hinkriegen, Shepard. Beeilen wir uns. Noch kein Anfänger. Ich übernehme jetzt. Da sind sie. Da sind sie. Los. Die Herz drauf. Kroganerin. Ich bin nicht ihr Eigentum, Rui. Die ist sympathisch. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Tja, hätte ich gern gewusst. Wahrscheinlich ist er nicht mal verblutet, sondern in seinem eigenen Blut erstickt. Das ist fast sogar noch angenehmer. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Im Leben nicht. Ja, der bastelt ganz ordentlich, da habe ich das Gefühl. Puh.
Na, hoffentlich funktioniert die Scheiße aber auch. Reef, die Frau ist in Sicherheit. Um die Heilung ihres Volkes können wir uns später kümmern. Sie steigen nicht aus, Turianer. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Keine Verhandlungen. Jeder Kroganer bekommt das Heilmittel oder Pelevan brennt. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Ich gebe Ihnen eine. Die Heilung beginnt mit mir. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Bleibe sowieso. Niemand berührt meine Frau. Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Mordin. Schaffen Sie das denn? Natürlich. Ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern? Neurotransmitter einstellen? Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Gut. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Ja, mein Dr. Morgan. Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Wenn Sie mit den turianischen Problemen fertig sind, Shepard, müssen wir reden. Boah, jedem recht machen wieder mal. Worüber? Einer meiner Trupps wird vermisst. Ich gebe Ihnen die Details. Unter vier Augen. Unter vier Augen. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale. Gesprächsbereit. Oh Mann. Oh Mann. Jeder hört was anderes von uns. So, wie ihr seht, ich habe einen kleinen Schnitt gemacht. Eine Kleinigkeit gegessen. Jetzt mache ich weiter. Da nochmal ein Aufruf. Wenn ihr zu irgendetwas eine Frage habt, weil ihr werdet hier ziemlich mit Informationen totgeworfen bei dem Spiel. Ich werde zwar Teil 1 und 2 als Let's Play noch nachholen, aber wenn ihr zu irgendwas eine Frage habt, zum Beispiel, was sind die Rachni, die Genophage, etc., etc., schreibt mir das in die Kommentare. Da werde ich es bei einem der kommenden Videos beantworten. Ja, also ich habe die ersten beiden Teile jeweils zweimal durchgespielt. Ich denke, das meiste kann ich euch beantworten. Gut, noch was trinken. Dann geht's weiter. Ha, du wolltest mit mir sprechen, ne? Commander? Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen. Weil es auf Tuchanka war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Ich tue, was ich kann. Ich weiß, Ihre Hilfe zu schätzen. Und ihr Verständnis. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevan helfen, haben sie mein Wort darauf. Okay. Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Wie ist es ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber,
als ein nachtragender Feind. Die Kroganer um Hilfe zu bitten, muss schwer für sie sein. Die Fehler der Vergangenheit dürfen uns nicht die Zukunft vernebeln. Unser beider Völker waren einst Feinde, beim Erstkontaktkrieg. Ich war dabei und bin den Geschossen ihrer Navy ausgewichen. Und was ist jetzt? Wir stehen in einem turianisch-menschlichen Schiff und arbeiten zusammen. Ja, das ist logisch. Irgendwie. Ihre auf Tuchanka abgestürzten Männer, wie viele sind das? Ein Zug. Warum war Ihre Mission eine Sache des galaktischen Friedens? Tut mir leid, Commander. Wie gesagt, es ist streng geheim. Wenn ich meinen Arsch dafür riskieren soll, will ich antworten. Das kann ich nicht sagen. Bitte verstehen Sie das. Der Commander ist Lieutenant Tarquin Victus. Er ist Ihr Kontakt. Victus? Mein Sohn. Ich brauchte jemanden, dem ich vertraue. Okay. Das ist alles. Natürlich, Commander. Alles klar. Mal gucken, was der Kroganer-Eumel zu erzählen hat. Hey, Reef. Shepard, Sie haben auf Surkesh kämpferische Kompetenz bewiesen. Unser Besitz wurde dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die Hälfte ist geschafft. Sie sagten, ein Trupp wird vermisst? Wir haben beunruhigende Gerüchte gehört über das Rachni-Portal. Rachni? Dann brach der Kontakt zu einigen Kundschaftern ab. Ich habe meine besten Leute, die Kompanie Aralak, hinterhergeschickt. Sie können sie vor Ort treffen. Ich dachte, wegen ihrer Erfahrungen mit den Rachni wären sie gern dabei. Ich tue, was ich kann. Hoffentlich reicht das. Ja. Was werden die Kroganer nach der Heilung der Genophage tun? Da ich sie geheilt habe, wird mein Wort bei allen anderen Clans Gesetz sein. Dann wird sich ihr Rat erinnern, weshalb er die Kroganer gefürchtet hat. Rache? Hört sich an, als ging es ihnen um Vergeltung. Mein Volk hat großes Unrecht erlitten. Für die Genophage niemanden zu bestrafen, wäre Schwäche. Zumindest sichert die Androhung von Rache, dass eine Übereinkunft getroffen wird. Mhm. Gewalt kann ein nützliches Werkzeug sein, Commander. Oh Mann. Wie ist die Lage auf Tuchanka? Mir wurde gemeldet, dass weitere Reaper-Truppen eingetroffen sind. Sie planen etwas. Sie klingen fast erfreut. Das bin ich auch. Gegen Feinde, die alle fürchten, sind wir am besten. Die Salarianer verstecken sich, die Turianer betteln um Hilfe. Aber die Kroganer, wir bitten die Reaper herein und vermessen ihre Köpfe als Trophäen, bevor wir sie töten. Auf Surkesh schien die Kroganerin sie nicht besonders zu mögen. Das ist unwichtig. Ich bin ihr Clanführer und sie wird mir gehorchen. Ihre Immunität ist ein unerwartetes Geschenk. Die anderen Clans müssen Earthnot als Herrscher akzeptieren. Wir werden schon bald zahlreicher sein als sie. Wie konnte es Ärger mit den Rachni geben? Die letzte Königin ist schon ewig tot. Sie können nicht zurück sein. Das behaupten sie. Reeve, sie sind ausgerottet. Die Kundschafter haben jedenfalls etwas gefunden. Kann harmlos sein. Oder die nächste Invasion. Wenn es Rachni sind, müssen wir sie aufhalten. Das ist ärgerlich, weil ich die Königin, als ich gespielt habe, im ersten Teil freigelassen habe und sie meinte, sie wäre mir deswegen dankbar. Kann jetzt sein, dass ich jetzt Feinde habe, weil ich jetzt hier keinen Spielstand geladen habe, weil ich sie getötet habe, dann laut BioWare. Und ich sie aber in Wirklichkeit gar nicht getötet habe, nur leider war das auf Konsole und auf PC habe ich es nicht mehr rechtzeitig durchgespielt. Ich hoffe, das ist jetzt kein Nachteil gewesen. Zurück an die Arbeit. Ja, es gibt sehr viel zu tun. Oh ja, gibt es. Die Rachni. Habe ich schon total Bock drauf.
nicht. Man sollte meinen, die Salarianer würden eine Basis auf ihrer Heimatwelt besser absichern. Nein, das war schon angemessen. Aber Cerberus hat Reaper-Tech und verglichen damit hätten die Salarianer genauso gut mit Stein. Commander, wir haben neue Berichte über Cerberus-Aktivitäten auf T'Chanka. Ich habe es auf der Galaxiekarte markiert. Okay. Gut. Ich will jetzt erstmal in die... genau. Crew Deck will ich. Krankenstation. Mit der... T'Chanka-Frau reden. Kroganerinnen finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv, fast wie ein Kroganer. Zum dritten Mal, Doktor. Ich bin nicht interessiert. Ah, Shepard, wir haben gerade... Gehen Sie weg von ihr. Sie gehört Ihnen nicht. Es ist in Ordnung, Reef. Nichts ist in Ordnung, wenn Salarianer im Spiel sind. Der hier ist anders. Was machen Sie da? Einfacher Bluttest. Weniger schmerzhaft als Beschuss durch Cerberus-Truppen. Shepard, bitte. Ablenkung kontraproduktiv. Beeinträchtigt Entspannung der Patientin. Er war Ihre Insiderquelle, Reef. Sie können ihm trauen. Ich habe nicht einmal meiner eigenen Mutter getraut. Und jetzt ist dein Erzfeind plötzlich der beste Freund meines Volkes? Keineswegs. Finde sie persönlich abweisend und unangenehm. Werde ihrem Volk dennoch helfen. Aber Sie haben die Genophage verbessert. Stimmt. Hätte aber Ihre Spezies sterilisieren können. Ohne Blutvergießen. Unumkehrbar. Simpel. Problem, das sich nicht mit der Schrotflinte lösen lässt, muss schrecklich sein. Zum Glück kann ich helfen. Halten Sie sie einfach am Leben. Besorgnis ist rührend. Nicht vergessen, brauche noch Gewebeprobe. Wehe, es schmerzt. Keine Versprechungen. Wenn Sie kurz Zeit hätten, Shepard. Grote Boden gelabert. Nein, 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 nein. Der gesamte Katalyseprozess würde scheitern. Schwere neurologische Schäden. Vergessen. Shepard, Blutuntersuchung abgeschlossen. Ivas System steht unter schwerem Stress. Derzeit stabil, aber Fehlen von Daten über Malens Arbeit problematisch. Ich frag nur ungern, aber gibt's Auswirkungen aufs Heilmittel? Nein. Heilmittel bleibt wirksam, aber langfristige Prognose für Eva bedenklich. Tun Sie ihr Möglichstes. Natürlich. Wissen Sie, warum sie immun ist? Genophage beeinflusst Hormonproduktion während Schwangerschaft. Modifikationsprojekt nutzte denselben Umstand. Ihre Immunität völlig anders. Befallene Drüsen jetzt funktionslos, wie Blinddarm beim Menschen. Andere Drüsen mutiert. Produzieren richtige Hormone, ermöglichen Geburt. Erklärt auch ihre Schwäche. Drüsenersatz nicht perfekt. Gesundheitsprobleme. Okay. Könnte das bei allen Kroganerinnen klappen? Ja. Benutze Ivas Gewebe für Herstellung von Mutagen. Ändere Drüsenfunktion bei gesamter Spezies. Muss Mutagen ebenfalls verbessern. Hormonproduktion feinjustieren. Sonst chronische Krankheit bei allen Kroganern. Okay. Sie haben Ihre Arbeit an der Genophage immer verteidigt. Weshalb der Umschwung? Es gab keinen Umschwung. Genophage damals richtige Entscheidung. Neue Umstände erforderten Kurskorrektur. Sehr logisch, denke ich. Welche Umstände sind das? Reaper-Invasion. Untergang der Turianer ohne kroganische Hilfe. Kroganer brauchen vereinte Bedrohung als Aggressionsventil. Kooperative Symbiose. Sehr wissenschaftlich erklärt, muss man sagen. Sonst nichts? Keine persönlichen Interessen? Werde alt, Shepard. Nur noch wenige Jahre, aber immer noch bester Kandidat für Projekt. Wenige salarianische Wissenschaftler an Genophage interessiert. Niemand mit meiner Expertise. Gar keinen anderen. Hätte jemand anders es nicht geschafft? Vielleicht schon, aber ohne Erfahrung Risiko zu hoch. Es ging nicht um Sie. Meine Arbeit. Wiedergutmachung meine Aufgabe. Beweis, dass ich es kann. Wie geht es ihr? Momentan kein Fieber. Herzschlag erhöht, vermutlich stressbedingt. Nahrungsaufnahme normal. Könnte weitere Decke brauchen, etwas Weiches. Empfehle vollständige Erholung vor Herstellung von Heilmittel. Meine medizinische Ansicht.
Mein Volk hat dafür keine Zeit. Sie vertritt eine andere Meinung. Sie schätzen sie. Meine Patientin, meine Verantwortung, fand sie auf STG-Basis. Hat 3 Ärzte beim Versuch verletzt, sie zu fixieren. Entfernte Armfessel, wehrte mich nicht, als sie mich packte, versprach ihr Hilfe. Sie sagte, bitte. War nett mit Ihnen, Morden. Danke, Shepard. Bin froh, zurück zu sein. Werden Sie bleiben, wenn das hier vorbei ist? Bis zum Ende der Reaper auf alle Fälle. Danach noch unsicher. Habe Eindruck in Galaxie hinterlassen. Genophage-Modifikation, Genophage-Heilmittel, Arbeit gegen Kollektoren, Entscheidungen, Fehler. Gehe vielleicht ein sonniges Plätzchen. Am Strand sitzen, Ozean anschauen, Muscheln sammeln. Nach einer Stunde würden Sie durchdrehen. Ich könnte Tests an den Muscheln durchführen. Ja, wenn der keine Wissenschaft betreiben kann, dann wird er wirklich wahnsinnig. Hey, Eva. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Commander. Ich dachte nicht, dass die Kroganer noch Verbündete in der Galaxie haben. Wir schulden Ihnen viel, auch wenn die meisten es vergessen haben. Das ist entschuldbar. Unser Handeln hat Freundschaften nicht gerade gefördert. Zur Freundschaft gehört auch, dass man seinen Namen kennt. Leider kenne ich Ihren nicht. Ich habe ihn an dem Tag abgelegt, als ich eine Schamanin des Frauenclans wurde. Ich gehöre jetzt meinen Schwestern. Aber vielleicht verrate ich ihn ihnen eines Tages, wenn das alles vorbei ist. Die Kroganer haben weibliche Schamanen? Der Schmerz bringt Weisheit hervor. Und die Genophage hat uns sehr weise gemacht. Statt der Verzweiflung zu erliegen, haben einige von uns beschlossen, die alten Riten zu bewahren. Wir hüten unsere Kultur, unser Wissen, unsere Geheimnisse. Und wenn wieder Kinder unter uns leben, werden die Kroganer aufblühen. Okay. Wie wurden sie geweiht? Man wird 7 Tage in einer Höhle eingesperrt. Mit gerade genug Vorräten, um zu überleben. Am 8. Tag hungert man. Was beweist das? Entschlossenheit. Jeder Akolyt erhält eine Chance. Entweder gräbt er sich mit bloßen Händen durch den Fels, oder er stirbt. Wie haben Sie das überlebt? Ich habe zunächst in die falsche Richtung gegraben. Es war völlig dunkel. Nur mein eigener Herzschlag trieb mich voran. Und dann? Ich habe das hier gefunden. Ein einfacher Kristall. Aber er wurde zu meinem Meißel. Nehmen Sie ihn, Commander, damit er Sie in der dunkelsten Stunde daran erinnert, dass es immer einen Ausweg gibt. Eine brutale Initiation. Aber eine erhellende. Das Leben in der Dunkelheit lehrt einen, das Licht zu schätzen. Die ist wirklich gar nicht mal so dumm. Was halten Sie von Reef? Ihr beunruhigt mich. Reef ist im Kern ein Tyrann. Ich sehe es in seinem Blick. Ich bin der Schlüssel zur Verwirklichung seiner Ambitionen. Aber nicht alle Kroganer sind so wie er. Sein Bruder Rex war vernünftiger. Ich hatte Rex gerettet und jetzt ist er natürlich tot, weil ich den Spielstand nicht übernehmen konnte. Was wird Reef mit seiner Macht anfangen? Was fängt ein Tyrann mit Macht an? Früher waren die Kroganer ein mächtiges Volk. Aber nicht, weil wir vom Krieg träumten, sondern von einer besseren Zukunft für unsere Kinder. Durch die Genophage haben wir das vergessen. Vor allem Reef. Ob Reef wohl Vergeltung für die Genophage will? Er hat davon gesprochen. Aber die meisten Frauen werden sich dagegen wehren. Wie? Nach der Heilung werden wir uns weigern, Kinder zu bekommen. Reef braucht für seine Rache eine Armee. Aber wir werden keine Generation gebären, damit er sie zur Schlachtbank führen kann. Wenn Reef es versucht, kommt es zum Bürgerkrieg. Aber vielleicht hält ihn selbst das nicht auf. Was halten Sie von Reef? Okay, ich wollte noch das mit dem Rex noch machen. Aber nicht alle Kroger. Ich kannte Rex.
Rex war mal Teil meiner Crew. Ich wünschte, er hätte sich damals auch mehr Gedanken gemacht. Ich weiß, ich kenne die Geschichten. Aber dafür habe ich Rex bewundert. Er war bereit, dafür zu sterben, was für ihn das Beste für unser Volk war. Und nicht nur für ihn selbst. Rex mag damals im Irrtum gewesen sein. Aber Reef ist immer im Irrtum. Okay, ich muss alles nochmal durchspielen und Rex retten, glaube ich. Wenn Sie die Frage gestatten, wie war das, mit der Genophage zu leben? Ich kannte Schwestern, die mit der Schande der Unfruchtbarkeit nicht leben konnten. Sie wanderten hinaus in die Ödnis und hoffften darauf, dass ein Dreschlund sie tötet und ihre Qual beendet. Hatten Sie auch jemals diesen Gedanken? Ja. Nach meiner ersten Totgeburt. Oh Mann. Was hat sie vom Selbstmord abgehalten? Eigentlich eine schreckliche Art. Als mein Kind nicht atmete, hat mein Leben erst richtig begonnen. Die Genophage zwingt uns zur Hoffnung. Denn es gibt nichts anderes. Wir haben keinen Grund zu leben, außer der Hoffnung, dass der nächste Tag eine Veränderung bringt. Und falls nicht, gibt es immer noch einen weiteren. Was wird wohl anders sein, wenn die Genophage geheilt ist? Unsere Spezies wird ihr Gleichgewicht wiederfinden. Die Frauen werden in Zukunft mitbestimmen. Wie in alter Zeit, bevor wir nur Spielzeug machthungriger Männer wurden. Die meisten wollen unbedingt jeden erschießen, der sich Schreck ansieht. Was sollten sie sonst auch tun? Die Genophage hat sie zu herumwandernden Killern gemacht, die Ziele suchen, um ihre Existenz zu rechtfertigen, Ausreden, um Ehre zu erringen. Die hat viel zu erzählen. Wie sind Sie in Malens Experimente geraten? Die anderen Frauen und ich waren Freiwillige. Wir hatten gehört, dass Malen versuchte, die Genophage für den Verloc-Clan zu heilen. Ein rivalisierender Clan? Rivalitäten sind eine Erfindung der Männer. Unter ihrer Führung lag T'Chanka über 1000 Jahre lang in Ruinen. Es ist Zeit, dass wir Frauen unseren Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen und eine Zukunft schaffen. Malen war unsere beste Chance. War es das Ganze wert? Absolut. Zum Entzünden eines Feuers genügt eine Kerze. Und schon gibt es keine Dunkelheit mehr. Voll die Philosophin. Tut mir leid, dass sonst keine überlebt hat. Ich weiß. Korn, die Jüngste, starb als Letztes. Aber sie wusste, dass sie ohne den Fluch in die Leere eingeht. Und sie wird lächeln, wenn sie auf die Kinder von T'Chanka herabblickt. Ihr Geist wird die Amme meines Erstgeborenen sein. Oh Mann. Wie hat Mordin sie behandelt? Besser als die kroganischen Männer. Er ist kein typischer Salarianer. Nein, nein, nein. Organredundanz führt zu neuer Periode von Metaphase. Kann das nicht ändern. Beschädigung der Telomere, vorzeitiges Altern. So ist er. Aber ich spüre auch Schmerz in ihm. Er hat mir von seiner Arbeit an der Genophage erzählt. Ich sollte ihn für einen Feind halten. Aber ich glaube, meine Schwestern und ich haben etwas in ihm verändert. Asari Watcher Nachwuchs ist allergisch auf jedes Milchprodukt. Sein Ohr war's nicht. Okay. Danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Ich habe erst wenige Menschen kennengelernt. Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Wie ist nett. Und wie das alles weitergeht und eine neue Kampfmission, weil da habe ich jetzt mal wieder Bock drauf, seht ihr im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.